Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. In der Vorlesungsreihe der Mathematik sind wir mittlerweile bei der achten Vorlesung angekommen und wir werden uns hier weiter mit dem Rechnen und Umstellen von Variablen befassen. Heute genauer mit der Multiplikation und Division und die Sachen, die wir heute lernen werden, werden wir dann noch in den nächsten Vorlesungen dazu intensivieren. Dort werden wir aber dann noch weitergehen, dass wir uns auch mal anschauen, was mit Variablen und Beträgen auf sich hat. Doch vorerst einmal möchten wir uns hier unter Punkt 1 mit der Multiplikation, bei Punkt 2 mit der Division und unter Punkt 3 mit der Umstellung von Gleichungen mit Variablen beschäftigen. Bei der Multiplikation von Variablen können wir sagen, dass diese immer der Form y ist gleich a mal b mal c mal x mal y und so weiter verhält. Und diese Variablen, die zum Produkt y führen, das sind natürlich dann entsprechend Faktoren. Nehmen wir zum Beispiel die Aufgabe 2 mal 4 mal 6. In dem Fall wäre a gleich 2, b gleich 4 und c gleich 6. Und diese würden das Produkt y ergeben mit dem Wert 48. Da kann man gut sehen, dass c gleich 3a und b gleich 2a ist. Also quasi 2 ist ein Drittel von 6, beziehungsweise 6 ist ein Drittel von 2. Und 4 ist das Doppelte von 2 oder anders ausgedrückt, 4 ist die Hälfte, 2 ist die Hälfte von 4. Setzen wir c ist gleich 3a und b ist gleich 2a für c und b ein, dann erhalten wir aus y ist gleich a mal b mal c, y ist gleich a mal 2a mal 3a. Das heißt, wir können sagen, y ist gleich 6a hoch 1 plus 1 plus 1, also hoch 3. Aus Scherz können wir eine Probe machen, ob das stimmt, denn wir wissen ja durch die gegebene Aufgabenstellung, dass a gleich 2 ist. Und rechnen wir jetzt also y ist gleich 6 mal 2 hoch 3, was dasselbe wie 6 mal 8 ist. Dann kommen wir auf 48 und siehe da, das ist genau dasselbe. Bei der Multiplikation von Variablen gilt a hoch x mal a hoch y mal beliebige weitere Faktoren ist dasselbe wie a hoch x plus y und der anderen weiteren Faktoren. Mal auf Deutsch ausgedrückt können wir einfach sagen, die Potenzen addieren sich, solange die Basis gleich ist. Nehmen wir als Beispiel a sei 2, b sei 3. Und wir hätten a mal a mal a. Das wäre dasselbe wie a hoch 1 hoch plus 1 plus 1, ist also a hoch 3. Wenn wir das Probe machen, 2 mal 2 mal 2 ist 8 und 2 hoch 3 ist auch 8. Passt also. Eine wichtige weitere Regel, vorangestellte Konstanten werden dabei miteinander multipliziert. Haben wir jetzt also nicht a mal a mal a, sondern wie gerade eben a mal 2a mal 3a. Das ist dasselbe wie die ganzen Faktoren, also 1 mal 2 mal 3 und diese dann wiederum mal a hoch quasi der Anzahl anderer a's. Wäre in dem Fall 6a hoch 3. Machen wir wieder eine Probe. 2 mal 2 mal 2 mal 3 mal 2, das ist 48. Und 6 mal 2 hoch 3 ist auch 48. Und siehe da, passt wieder, hatten wir gerade auch schon verprobt. Interessant ist auch, dass gemischte Produkte entstehen können. Haben wir hier zum Beispiel den Fall 2a mal 6b. Das ist dasselbe wie 2 mal 6 mal a mal b. Dann kommt dabei 12ab raus oder 12 mal a mal b. Ab der Mathematiker ist faul. Bei Produkten lässt er ja die Punkte weg. Machen wir eine Probe. Setzen wir oben genannte Zahlen ein. Für a 2 und für b 3 haben wir in erster Instanz 2 mal 2 mal 6 mal 3, das ist 72. Und jetzt setzen wir 12 mal 2 mal 3 ein und siehe da, das ist auch 72. Heißt also, das passt. Ja, um das zu üben, habe ich mir mal 6 Aufgaben überlegt. An der Stelle bitte ich wieder, das Video zu pausieren. Stift und Papier oder irgendein anderes Medium, was dazu dient, Sachen niederzuschreiben, zur Hand zu nehmen und einfach mal die Aufgaben zu lösen. Und ich springe natürlich schon weiter und dann vergleichen wir. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Die Aufgabe a war 2a mal minus 4a. Das ist natürlich minus 8a Quadrat, weil 2 mal minus 4 und a mal a ergibt gleich a Quadrat. B.
2b mal b, also nicht 2b, sondern b Quadrat mal b, ist natürlich b hoch 3, Potenzen werden addiert. C, 0,5c mal 10c Quadrat. Das ergibt 5c hoch 3. D, minus 4a mal a mal minus 7b. Das ergibt 28a Quadrat b. E, 3b Quadrat mal 4a Quadrat mal ab. 3 mal 4 ist 12. Dann ziehen wir quasi die a's, die wir haben. Wir haben hier 3 a's, die miteinander multipliziert werden, also hoch 3. Haben auch 3 b's, die miteinander multipliziert werden, also b hoch 3. Kommt auf 12a hoch 3, b hoch 3. F, 2 mal 3a mal minus 4ab mal minus 5abc. Ja, 2 mal 3 ist 6. Dasselbe dann noch mal minus 4 ist minus 24 mal minus 5. Kommen wir bei 120 als Faktor an. Und bei den Variablen addieren wir wieder die Potenzen. A hoch 1 plus 1 plus 1 ist a hoch 3. B hoch 1 plus b hoch 1 ist b hoch 2. Und c ist c. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, der Division von Variablen. Die Division folgt allgemein immer der Form y ist gleich a geteilt durch b. Und die Variablen, die zum Quotienten y führen, das ist der Dividend a und der Divisor b. Und bei der Aufgabe 4 geteilt durch 2 wäre a dann natürlich 4, b wäre 2 und y wäre das Ergebnis daraus, der Quotient 2. Hier können wir sehen, dass a dasselbe wie 2b ist. Setzen wir das für a ein, halten wir y ist gleich 2b geteilt durch b, beziehungsweise y ist 2b über b als Bruchstrich dargestellt. Das ist dasselbe wie y ist gleich 2b hoch 1 minus 1, beziehungsweise y ist gleich 2b durch b. Alles nur verschiedene Schreibweisen. Auf der linken Seite können wir dann einfach das 1 hoch minus 1 ist ja 0. B, die Variable b hoch 0, muss 1 ergeben, denn es ist definiert, egal was man hoch 0 nimmt, ist 1. Es verbleibt also 2 mal 1. Rechts beim Bruchstrich können wir b rauskürzen und es verbleibt 2 mal 1. Und hier sieht man schon, dass es identisch ist. In beiden Fällen kommt raus, y sei gleich 2. Bei der Division von Variablen gilt a hoch x durch a hoch y durch beliebige weitere Zahlen, durch die wir teilen, ist dasselbe wie a hoch x minus y minus der beliebigen Zahlen. Logischerweise, wenn bei der Multiplikation sich Potenzen addieren, dann müssen sie sich bei der Division subtrahieren. Als Beispiel nehmen wir wieder a2 und b gleich 3 für die Aufgabe a hoch 5 durch a hoch 3 durch a. Das müssen wir schreiben a hoch 5 minus 3 minus 1 und das ist gleich a. Wir können natürlich auch von links nach rechts rechnen. A hoch 5 durch a hoch 3 ist a hoch 2, a hoch 2 durch a, es ist a. Wir kommen immer wieder dasselbe raus, muss ja auch, sonst stimmt es nicht. Aus Scherz verproben wir die Sache mal. 2 hoch 5 durch 2 hoch 3 durch 2 ist dasselbe wie 32 durch 8 durch 2. Das ergibt 2. Okay, und wir haben durch unsere Kürzung a stehen nur noch, das heißt 2 hoch 1 und das ist natürlich auch 2 und damit passt es. Nächste Regel. Vorangestellte Konstanten werden dabei dividiert. Haben wir in dem Fall hier als Beispiel minus 6a Quadrat durch 2a, rechnen wir minus 6 geteilt durch 2 und dann mal a hoch 2 minus 1 und es verbleibt minus 3a. Auch das verproben wir wieder. Minus 6 mal 2 zum Quadrat, das Ganze geteilt durch 2 mal 2, ist dasselbe wie minus 6 mal 4 durch 4. Wir könnten jetzt die 4 rauskürzen, wir haben bei minus 6, ich habe es diesmal nicht gemacht, sondern ausmultipliziert. Da haben wir minus 24 Viertel und rechnet man das aus, kommen wir natürlich auf minus 6. Dann testen wir unsere Verprobung. Minus 3 mal 2 ist gleich minus 6 und passt. Wichtig auch, es können gemischte Quotienten entstehen. Teilen wir 6a durch 2b. 6 durch 2 mal a durch b. Wir können es drüber schreiben, hätten es aber auch drunter schreiben und kürzen können. Es kommt auf jeden Fall 3a durch b raus.
Die 6 und die 2 können wir 2 kürzen. A und B, wir wissen nicht, was es ist, deswegen können wir es halt auch nicht kürzen. Wir wissen bloß, es müssen verschiedene Zahlen sein. Das schreiben wir noch ein bisschen um. Das ist dasselbe wie 3 mal A durch B. Oder man könnte es auch schreiben, 3a mal b hoch minus 1. Machen wir eine Probe. 6 mal 2 geteilt durch 2 mal 3, das ist dasselbe wie 12 durch 6, das ist 2. Und 3 mal 2 durch 3, man sieht es hier schon, die 3 kürze ich raus, es kommt 2 raus und damit passt die ganze Sache wieder. So, nachdem wir das jetzt alles so schön bewiesen haben, kommt jetzt wieder die Übung, wo ich euch bitte, folgende Aufgaben zu lösen. Auch hier gilt natürlich wie immer, bitte pausiert das Video und versucht die Aufgaben zu lösen, weil vom Hören alleine lernt man es halt nicht, man muss es üben. Und ja, das ist quasi die Gelegenheit dazu. Und natürlich stelle ich euch gleich wieder auch die Lösung vor. Ich wünsche wieder mal viel Erfolg. Okay, A. Bei A hatten wir die Aufgabe 34a hoch 4 geteilt durch 17a. Wir rechnen 34 durch 17, das ist 2, und a hoch 4 durch a, oder a hoch 4 minus 1, und das ist a hoch 3. Bei b hatten wir minus 15b durch 5b, minus 15 durch 5 ist minus 3, b durch b ist quasi 1, oder ja, 1 und minus 3 mal 1 ist minus 3, das ist dann auch das Endergebnis. C, 48c hoch 3, geteilt durch minus 3c, geteilt durch 4c. Ja, wir rechnen jetzt das von links nach rechts einfach. 48c hoch 3 durch minus 3c sind minus 16c Quadrat. Das teilen wir nochmal durch 4c und kommen auf minus 4c. D. Minus 12a hoch 5 durch 6b Quadrat durch a hoch 3. Ja, erstmal kümmern wir uns wieder um die Faktoren, die teilen wir. Minus 12 durch 6. Das Ganze multiplizieren wir dann mit a hoch in Klammern 5 minus 3 und b hoch minus 2. Und kommen dann auf minus 2a Quadrat durch b hoch minus 2. Muss natürlich durch b heißen oder mal b hoch minus 2. Das Vorzeichen ist dann nicht korrekt, weil es ja unter dem Bruchstrich gewandert ist. Okay, bei E haben wir dann 24a durch 12ab durch 0,5a. Das ist dasselbe wie 24 geteilt durch 12 durch 0,5 mal a hoch 1 minus 1 minus 1, Klammer zu, mal b hoch minus 1. Das ist dasselbe wie 4a hoch minus 1 b hoch minus 1 oder einfach ausgedrückt 4 geteilt durch ab. F. 64a hoch 3, b hoch 2c, geteilt durch 2a, geteilt durch 2ab, geteilt durch 2bc. Das ist identisch mit, in Klammern, 64 durch 2 durch 2 durch 2, Klammer zu, mal a hoch 3 minus 1 minus 1, mal b hoch 2 minus 1 minus 1, mal c hoch 1 minus 1. Die b's kürzen sich komplett raus, werden ja 0, also als Faktor dann 1. Auch für c kommt als Faktor mal 1 raus. 64 durch 2 durch 2 durch 2 ist 8. Bei a bleibt a über. Es ist am Ende also 8a. Damit kommen wir zum letzten Thema von heute. Wie wir denn Variablen betrachten, wenn wir denn Gleichungen umstellen. Es gilt, was wir schon im ersten Teil gelernt haben, um eine Variable auf der einen Seite das Operationszeichen zu entfernen, muss die Umkehroperation auf beiden Seiten des Operationszeichens ausgeführt werden. Für das Rechnen mit Variablen gibt es noch ein paar Sonderregeln, die brauchen wir erst später, die kommen auch erst später. Kleiner Tipp hier, wird ein Bruch multipliziert, wird nur der Zähler multipliziert, wird ein Bruch dividiert, wird der Nenner stattdessen multipliziert. Klingt komisch, ist aber so, ergibt auch Sinn, seht ihr gleich. Mathematisch ausgedrückt können wir sagen, a durch b mal c ist dasselbe wie a mal c durch b. Oder a durch b durch c ist dasselbe wie a durch b mal c. Nehmen wir als Beispiel 2a mal b sei dasselbe wie a durch c. Wir stellen es nach a um, indem wir durch b rechnen, damit wir auf der einen Seite nur noch a haben, wenn möglich. Dann haben wir
2a mal b durch b sei dasselbe wie a durch bc. Das b kürze ich auf der linken Seite raus. Es verbleibt 2a ist gleich a durch cb. Wir teilen durch a, das wegzubekommen. Das heißt, dann haben wir 2a durch a ist a durch abc. A kürze ich wieder raus. Es verbleibt 2 ist gleich 1 durch b durch c. Wenn wir jetzt nach b umstellen, dann haben wir 2a mal b sei dasselbe wie a durch c. Teilen wir durch a, haben wir 2ab durch a sei a durch ac. Kürze ich a auf der linken Seite weg und auch auf der rechten. Es verbleibt 2b ist gleich 1 durch c. Teilen wir durch 2, haben wir erstmal 2b durch 2 ist dasselbe wie 1 durch 2c. Die 2 kürze ich auf der linken Seite weg und dann haben wir b ist gleich 1 durch 2c. Stellen wir nach c um, haben wir 2a mal b sei dasselbe wie a durch c, das Ganze mal c. Dann haben wir 2abc sei ac durch c. Auf der rechten Seite kürze ich c raus, es verbleibt 2abc ist gleich a. Jetzt teilen wir durch 2ab. Dann haben wir 2abc durch 2ab ist a durch 2ab. Links kürze ich 2ab raus. Es verbleibt auf dann noch c auf der linken Seite ist gleich 1 durch 2b auf der rechten Seite, weil dort sich das a rauskürzt. Jetzt müssen wir uns auch noch ein paar wichtige Rechenregeln aneignen. Erstmal, Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Also a plus b mal c ist dasselbe wie a plus bc. Als Beispiele nehmen wir 2 plus 3 mal 4 ist dasselbe wie 2 plus 12 ist gleich 14. Falsch wäre hingegen, wenn wir zuerst die Addition machen, also 2 plus 3 mal 4 ist gleich 5 mal 4 sei 20. Das wäre falsch. Weitere wichtige Regel, Klammer geht vor alles. Wird eine Klammer multipliziert oder dividiert, muss jeder Ausdruck in der Klammer multipliziert oder dividiert werden. Haben wir also a plus b minus c in Klammern mal d. Das ist dasselbe wie ad plus bd minus cd. Beispiel, Klammer 7 minus 2 minus 3, Klammer zu mal 2. Das ist dasselbe wie 7 mal 2 minus 2 mal 2 minus 3 mal 2 ist 14 minus 4 minus 6, das ist 4. Als Probe, in Klammern 7 minus 2 minus 3, Klammer zu mal 2, dasselbe wie 2 mal 2 ist 4, passt also. Wird eine Formel dadurch umgestellt, dass durch einen negativen Ausdruck dividiert wird, dreht sich das Operationszeichen um. Mathematisch ausgedrückt, a mal b mal minus c sei größer d durch e. Teilen wir durch eine negative Variable. Achtung, dazu kommen wir später noch. Wir setzen jetzt hier voraus, dass c eine positive Zahl ist. Ja, sonst klappt das nicht. Das sehen wir später in einer anderen Vorlesung. Aber solange c größer 0 ist, kommt hier was Negatives raus und das Vorzeichen dreht sich um. Dann haben wir a mal b mal minus c geteilt durch minus c sei kleiner als d durch e durch minus c. Links kürze ich das ganze c jetzt weg. Es verbleibt ab kleiner d geteilt durch e durch minus c. Als Beispiel 4 mal minus 2 sei größer 10 mal minus 1. Wir teilen durch minus 2. Ihr seht in dem Fall hier, wäre es so, dass wir eine negative Zahl haben? Dann haben wir 4 mal minus 2 durch minus 2, sei kleiner als 10 durch minus 1 mal minus 2. Das heißt, 4 ist kleiner als 10 halbe. 4 ist also kleiner 5 und das ist eindeutig eine wahre Aussage. Machen wir eine Probe. 4 mal minus 2 sei größer 10 mal minus 1. Minus 8 ist größer, minus 10 ist wahr. Passt also, Probe stimmt. Weiter geht's. Wird mittels einer Multiplikation oder Division erweitert oder umgestellt, da muss jeder Summand, Minuend und Subtrahend erweitert werden. Haben wir hier a plus b minus c mal d sei dasselbe wie m über n. Rechnen wir mal n, weil wir auf der einen Seite nur m haben möchten.
haben wir a mal n plus b mal n minus c mal d mal n sei dasselbe wie mn durch n. Deswegen a ist ein Summand, b ist ein Summand. Ein Subtrahend ist minus c mal d. Denkt dran, nicht minus c mal n rechnen und d mal n, weil c mal d ist ein Produkt. Die gehören zusammen und innerhalb der Formel ist der ganze Ausdruck minus c mal d ein Subtrahend. Es kürzt sich n auf der rechten Seite weg und es verbleibt an plus bn minus cdn ist m. Machen wir ein Beispiel. 14 minus 3 mal 4 sei dasselbe wie 10 geteilt durch 5. Wir rechnen alles mal 5. Dann müssen wir rechnen 14 mal 5 minus 3 mal 4 mal 5. Hier ist minus 3 mal 4 ein Summand, beziehungsweise ein Minuend. Das ist dasselbe wie 10 mal 5 durch 5. Wir kommen auf 70 minus 60 ist 50 durch 5. Kommen raus auf 10 ist gleich 10 und das passt natürlich. Werden Klammern miteinander multipliziert, so müssen alle Summanden, Minuenden und Subtrahenden in diesen miteinander multipliziert werden. Haben wir also a plus b mal c mal, in Klammern wohlgemerkt, d minus e geteilt durch f, müssen wir rechnen a mal d minus a mal minus e durch f plus b c mal d minus b c mal e durch f. An einem Beispiel ist es vielleicht einfacher, wenn wir haben in Klammern 1 plus 2 mal 3, Klammer zu, mal Klammer auf 4 minus 10 geteilt durch 5, Klammer zu, müssen wir ja zuerst rechnen 1 mal 4 minus 1 mal 10 durch 5 plus 2 mal 3 mal 4 plus 2 mal 3 mal 10 durch 5, allerdings minus wegen Vorzeichen, mal minus 10 Fünftel quasi. Dann kommen wir auf 4 minus 10 Fünftel plus 24 minus 60 Fünftel ist dasselbe wie 4 minus 2 plus 24 minus 12 und das ist 14. Setzen wir für die Probe das mal einfach so ein, lösen die Klammern auf, kommen wir auf 7 mal 2, das ist 14, passt wunderbar. Klammerrechnung machen wir dann auch später nochmal deutlich ausführlicher. Das hier ist quasi ein Exkurs. Was für Division gilt, gilt quasi auch für Multiplikation und umgekehrt. Dividiert man nämlich bei Klammern, dann müssen alle Summanden, Minuenden und Subtrahenden der ersten durch alle Ausdrücke der zweiten dividiert werden. Haben wir also a plus b mal c durch d minus e, die stehen wieder in Klammern. Dann kommt erstmal raus a durch d minus e plus bc durch d minus e. Und als Beispiel in Klammern 1 plus 3 mal 5, Klammer zu, geteilt durch, Klammer auf, 6 minus 2, Klammer zu. Und dann kommen wir auf 1 durch 6 minus 2 plus 3 mal 5 durch 6 minus 2. Das ist dasselbe wie 1 Viertel plus 15 Viertel macht zusammen 1 plus 15 Viertel sind 16 Viertel und das ist 4. Als Probe lösen wir mal die Klammern auf. Da haben wir dann stehen in der ersten Klammer dann 1 plus 15, das Ganze durch 4. Das ist dann 16 durch 4 und das ergibt natürlich auch 4. Stimmt, passt, wunderbar. So, letzte Übung für heute. Das, was wir gerade gehört haben, bitte euch anzuwenden, indem ihr folgende Gleichung nach der Variable x umstellt und so weit wie einfach vereinfacht. Geht immer bitte davon aus, falls ihr jetzt durch eine Variable teilen müsst oder multipliziert, gilt für beides. Die Variable ist immer als positiv zu betrachten, das heißt nur das Vorzeichen ist wichtig wegen Umkehrung des Operationszeichens. Warum das so ist und wie wir das dann in solchen Fällen genau berechnen, das kommt später. Glaubt mir erstmal einfach, es sei so, ja? Okay, kommen wir zur Lösung. A war 2x, sei 4a. Hier können wir nicht viel vereinfachen. Wir teilen durch 2, haben dann 2x durch 2, sei 4a durch 2. Es kommt also raus, x ist gleich 2a. B. 6 plus 9b sei kleiner minus 3x. Auch hier können wir nicht viel machen, außer erstmal durch minus 3 teilen. Achtung,
das kleiner als dreht sich und wird zu größer als, weil wir durch eine negative Zahl dividiert haben. Es kommt raus, 6 geteilt durch minus 3 plus 9b geteilt durch minus 3 ist größer als minus 3x durch minus 3. Und es verbleibt, minus 2 minus 3b ist größer als x. C in Klammern 5c minus 2,5b, Klammer zu, mal 2 sei größer als 0,5x. Lösen wir erstmal die Klammer auf, haben wir 5c mal 2 minus 2,5b mal 2 sei größer 0,5x. Das sind dann natürlich 10c minus 5b sei größer 0,5x. Wir teilen durch 0,5, alternativ rechnen wir alles mal 2, kommt dasselbe. Dann haben wir stehen 10c durch 0,5 minus 5b durch 0,5 größer 0,5x durch 0,5. Es verbleibt 20c minus 10b ist größer als x. D. Klammer auf, 2x minus 4d mal 2, Klammer zu, mal 3 sei dasselbe wie 12a minus 12d. Ja, wir lösen das mal so weit auf, wie wir können. Bei der ersten Klammer kommen wir dann auf 2x minus 8d. Müssen wir das dann mit 3 multiplizieren und das soll immer noch gleich 12a minus 12d sein. Wir lösen die Klammer, indem wir jeden Minuend, Subtrahend darin multiplizieren. Also 2x mal 3 minus 8d mal 3 sei 12a minus 12d. Dann kommen wir auf 6x minus 24d, dasselbe wie 12a minus 12d. Hier rechnen wir plus 24d. Kommen auf 6x minus 24 plus 24d sei 12a minus 12d plus 24d. Es verbleibt 6x ist 12a plus 12d. Teilen das durch 6, damit wir auf der Seite nur x stehen haben. Haben also dann 6x durch 6 ist 12a durch 6 plus 12d durch 6. Und haben die Endlösung x ist gleich 2a plus 2d. E. Minus 2x plus, Klammer auf, 4a minus 2b, Klammer zu, mal, Klammer auf, minus 2a plus 4b, Klammer zu, sei größer 10b. Aha, im ersten Schritt müssen wir die Klammern ausmultiplizieren. Das heißt, wir rechnen minus 2x plus 4a minus 2a plus 4a mal 4b minus 2b mal minus 2a minus 2b mal 4b sei größer 10b. Machen wir hier alles zusammen, kommen wir erstmal auf minus 2x minus 8a Quadrat plus 16ab plus 4ab minus 8b Quadrat größer 10b. Können wir noch die ab zusammenfassen? Kommen deswegen erstmal auf minus 2x minus 8a Quadrat plus 20ab minus 8b Quadrat sei größer 10b. Okay, wir können jetzt alles rüberschicken, aber einfacher ist es vielleicht x rüberzuziehen, deswegen erstmal plus 2x. Haben wir links stehen, minus 2x plus 2x minus 8a Quadrat plus 20ab minus 8b Quadrat sei größer 10b plus 2x. Die x links kürzen sich weg, es verbleibt minus 8a Quadrat plus 20ab minus 8b Quadrat größer 10b plus 2x. Rechnen minus 10b auf beiden Seiten, haben dann minus 8a Quadrat plus 20ab minus 8b Quadrat minus 10b. Sei größer 10b minus 10b plus 2x. Es verbleibt minus 8a Quadrat plus 20ab minus 8b Quadrat minus 10b ist größer 2x. Jetzt teilen wir alles durch 2. Es verbleibt minus 8a Quadrat durch 2 plus 20ab durch 2 minus 8b Quadrat durch 2 minus 10b durch 2 sei größer 2x durch 2. Wir halbieren quasi die vorige Zeile und kommen auf minus 4a Quadrat plus 10ab minus 4b Quadrat minus 5b sei größer x. Und die letzte Aufgabe F. Da hatten wir Klammer auf 2xb durch cd minus 4ab geteilt durch 2a plus 6b, Klammer zu, geteilt durch 2b sei größer als, Klammer auf, 8c minus 10d, Klammer zu, mal, Klammer auf, 1 durch 2c minus 1 durch 2d, Klammer zu. Ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen das Chaos beseitigen, indem wir die Punktrechnung in der ersten Klammer lösen. Da kommt dann raus, Klammer auf, 2xb durch cd minus 2b plus 6b
Klammer zu, das Ganze geteilt durch 2b, das soll größer sein als Klammer auf 8c minus 10d, Klammer zu, mal Klammer auf 1 durch 2c minus 1 durch 2d, Klammer zu. Das ist dasselbe wie Klammer auf 2xb durch cd plus 4b. Wir könnten jetzt ja die minus 2b und 6b zusammenrechnen, Klammer zu. Geteilt durch 2b sei größer als Klammer auf 8c minus 10cd, Klammer zu, mal Klammer auf 1 durch 2c minus 1 durch 2d, Klammer zu. Ja, die erste Klammer können wir jetzt schön auflösen. Es verbleibt 2xb durch cd geteilt durch 2b plus 4b geteilt durch 2b. Also jeden davon durch 2b rechnen, jeden Ausdruck. Das soll größer sein als Klammer auf 8c minus 10d, Klammer zu, mal Klammer auf 1 durch 2c minus 1 durch 2d, Klammer zu. Okay, jetzt machen wir das. Wir teilen das alles, was wir links gerade hatten. Da verbleibt x durch cd plus 2. Ja, hat sich gelohnt. Sieht deutlich einfacher aus als am Anfang. Das Ganze soll jetzt größer sein als der Ausdruck rechts, den wir die ganze Zeit hatten. Ich lese ihn jetzt nicht nochmal vor, aber den widmen wir uns jetzt gleich, denn wir haben jetzt x durch cd plus 2 soll größer sein als, wir multiplizieren jetzt jeden Term der einen mit jedem Term der anderen Klammer, also 8c mal 1 durch 2c plus 8c mal minus 1 durch 2d minus 10d mal 1 durch 2c minus 10d mal minus 1 durch 2d. Multiplizieren wir das aus, haben wir x durch cd plus 2 sei größer 8c durch 2c plus minus 8c durch 2d plus minus 10d durch 2c minus minus 10d durch 2d. Da können wir einiges auflösen. Links verbleibt natürlich x durch cd plus 2. Dann kommt größer als, jetzt natürlich 4 wegen 8c durch 2c ist 4, minus 4c durch d. Ja klar, wir konnten mit 2 kürzen, c durch d können wir leider nicht kürzen. Minus 5d durch c, ja, minus 10 und 2 können wir kürzen. Und minus 10d durch 2 gekürzt ist minus 5. Minus 5 minus 5 ist plus 5, also bleibt plus 5 hinten stehen. So, 4 und plus 5 können wir zusammenrechnen. Es verbleibt x durch cd plus 2 ist größer 9. Minus 4c durch d minus 5d durch c. Ganz clevererweise ziehen wir erstmal die 2 rüber, indem wir minus 2 rechnen. Wir haben dann x durch cd plus 2 minus 2 größer 9 minus 2 minus 4c durch d minus 5d durch c. Es verbleibt x durch cd ist größer 7 minus 4c durch d minus 5d durch c. Jetzt sind ein Schritt gleich, multiplizieren wir mal cd, dann haben wir nämlich auf der linken Seite nur noch das x stehen, weil wir haben jetzt x mal cd durch cd, es wird sich gleich rauskürzen. Größer als, muss ich nicht umdrehen, positiv. 7 mal cd minus 4c mal cd durch d minus 5d mal cd durch c. Cd durch cd kürzt sich bei links weg, es verbleibt x, ist größer als 7cd. Hier können wir auch dann 4c mal cd wäre 4c Quadrat d, das d kürzt sich raus, verbleibt minus 4c Quadrat. Minus 5d mal cd wäre minus 5c d Quadrat, das c kürzt sich raus, minus 5d. Und das ist unsere Endlösung. Damit sind wir am Ende der Vorlesung angekommen. Ich hoffe, es war für euch interessant, hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, wir kümmern uns später dann darum, wie es aussieht, wenn wir intensiver mit Klammern rechnen und wie es mit dem Fall aussieht, wenn wir Sachen umstellen und ja, die Variablen nicht wissen, ob sie größer, kleiner oder sogar gleich null sind, weil das sind verschiedene Fälle. Und wir werden uns auch mit Beträgen und binomischen Formeln befassen. Darauf könnt ihr gespannt sein. Ich verabschiede mich, ein wunderschönes Wochenende und ich hoffe, wir hören uns wieder. Tschüss!